Hallo und herzlich willkommen. Wo waren wir denn gleich stehen geblieben? Wir sind an sich da stehen geblieben, dass ich die Monster 3D Diamond installiert habe, also quasi eingesetzt habe, dafür gesorgt habe, dass die Onboard-Grafikkarte funktioniert oder zumindest erkannt wird und dieses Patchkabel auch dafür sorgt, dass das Ganze über die Beschleunigerkarte läuft und an sich dafür sorgt, dass ich ein Bild bekomme. Nicht wundern, ich habe mir mal einen anderen Bildschirm hingestellt, damit man das ein bisschen besser sehen kann und ich auch nicht immer so nah davor hängen muss. Ihr seht, es sind an sich noch genug Fehlermeldungen da, ne? Die Datei haumig-grün, bla bla bla, verknüpft, kommt jedes Mal, wenn ich starte. An sich, die Grafikkarte läuft auf High Color 16-Bit, aber im Moment auch nur wegen Half-Life und einer Auflösung von 800x600. An sich, der Sound wird immer noch nicht komplett erkannt. Das Standard-Diskettenlaufwerk oder eher gesagt der Controller, den kriege ich zwar weg, aber der kommt dann trotzdem irgendwie wieder. Dann habe ich natürlich, wie ihr seht, den Intel 82810 Grafiktreiber installiert und unten unter Multimedia Monster 3D auch dessen Treiber, der an sich zumindest die einzige Installation hat, die wirklich abgeschlossen ist. Zumindest wenn ich wupp, das Ganze natürlich hier einfach Moment, schließe. Denn, okay, nicht alles natürlich, die Grafikkarte auch von Onboard. Aber ansonsten gibt es hier immer noch viele Probleme, die eigentlich na, nach was aussehen? Nach keiner perfekten Installation. So. Ich habe mir gedacht, dann machen wir mal erst was anderes. Was heißt was anderes? Ich werde wie folgt vorgehen. Und zwar werde ich erstmal dafür sorgen, dass die Reihenfolge sich hier ein bisschen ändert. Die Reihenfolge im Endeffekt ändert sich aber nur, indem ich eine Karte dazu stecken werde. Die zeige ich euch aber gleich. Das heißt auf jeden Fall, ich werde schon mal die Monster 3D tauschen und auf Platz 2 legen, den ihr dann noch so gerade erkennen könnt. Und dafür sorgen, dass Platz 1 frei wird. Wofür wird Platz 1 frei? An sich für eine überhaupt erstmal 2D-Grafikkarte, also überhaupt eine Grafikkarte, die mir überhaupt erstmal, sage ich mal, generell schon ein besseres Bild liefert, in der Hinsicht, dass quasi der Mainboard-Treiber deaktiviert wird, sage ich mal, damit ich das umgehe, auf eine normale 2D-Grafikkarte umsteigen kann. Und dann dazu später die Beschleunigerkarte natürlich mitverwenden kann. Ich werde es allerdings in der ersten Testvariante so machen, dass ich die wirklich nur auf den zweiten Platz setze und dann die Grafikkarte, die ich hier habe, auf Platz 1 und mich dann erstmal überhaupt durchschlage, ob die Treiber, die ich mir im Moment runtergeladen habe, die richtigen sind. Und dann werde ich mich stückweise darum kümmern, dass wir hier langsam mal ein ordentliches Bild und natürlich auch ein ordentlich Ton hinbekommen. Denn schließlich, so sieht das keiner gern. Und ich würde sagen, ich fange einfach damit an, indem ich das System mal wieder hinunterfahre, den Strom kappe und dafür sorge, dass ich einfach nur die Steckkarte tausche. Das heißt, einen Moment bitte, für euch mache ich nur Schnippi Schnappi und die Karte ist getauscht. Schnippi Schnappi. Wie man sieht, das Ganze ist ruckzuck geschehen und ich kann dafür sorgen, dass quasi oben die andere Grafikkarte hineinkommt. Sicher, ups, der sollte nicht mit aufs Bild. Entschuldigung. Sicherlich seid ihr gespannt, was für eine Grafikkarte hat er sich denn da schon wieder besorgt oder was hat er denn noch da rumfliegen? Ja, ich würde sagen, das schauen wir einfach mal uns an. Und ihr lasst euch überraschen, was ich da für eine kleine Grafikkarte klein einsetzen werde. Eine Sekunde bitte, Schnippi Schnappi. So, schon mal parat gestellt, nur um euch eine Dimension der Grafikkarte zu zeigen, die ich quasi hier liegen habe. Deswegen ist das hier das ganze Gehäuse von A nach B. Da oben sind halt die anderen Karten. Und ich würde sagen, was hier drin steckt, das seht ihr natürlich jetzt gleich. Was sagen wir dann? Schnie Schnappi. Verdammt, da war ja noch mehr Folie drum. Schnie Schnappi.
Nein, es gibt Dinge, die möchte man einfach nicht so per Flup, da bin ich, zeigen, sondern einfach so ganz in Ruhe einfach mal durch das Bild gleiten lassen. Nein, wir sind hier nicht bei Star Wars. Nein, das ist kein Sternzerstörer. Nein, es ist nur ein kleines Bauteil. Und zwar ein sehr kleines mit 8 Megabyte Arbeitsspeicher. Und wie ihr seht, es ist die Winner 2000 Pro PCI-8 Elsa. Das Ganze hat 8 Megabyte Speicher und ist daher vom damaligen Marktwert, sage ich mal, auch ein ordentliches Geschoss gewesen, auch wenn es immer nur nach nichts aussieht, so ein typischer VGA-Ausgang, aber da steckt ordentlich Power oder vor allem auch Arbeitsspeicher drin, das war mir wichtig. Und wie ihr seht, dieses kleine Flaggschiff, ich lege es mal hier vor, ist so groß. Ich hole mal einen Zollstock. Den Zollstock hätte ich dann und wir messen eine Länge. Ich gehe mal nur von der Karte aus, nicht hier von der Slotblende, sondern einfach mal von der Karte. Und ihr seht, die Karte misst gute. Moment. So rum müsstet ihr das sehen von oben. Wow. 31 cm Grafikpower. Und wenn man sich dann da so die kleine ansieht hier, die an sich ja auch eine sehr gute Beschleuniger ist, die dann gerade mal. ½ misst, ja, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für ein Riese ist. Und ja, es ist tatsächlich eine Grafikkarte. Aber jeder, denke ich mal, der auch heute eine große Grafikkarte in der Hand hat, kennt dieses Gefühl, weil es ist doch einfach schön, oder wie soll man sagen, wenn man einfach so ein Riesen in der Hand hat und sich denkt, ja, da steckt was drin, anstatt so eine Minikarte. Macht auch irgendwas her. Nun gut, mein weiteres Vorhaben ist jetzt aber dennoch, bevor ich die einsetzen werde, dass ich das ganze System hier oben mit der Beschleunigerkarte nochmal vorab starte, um zu sehen, ob der dennoch mit den Treibern Probleme macht oder ob der die so weiterhin erkennt, weil das kann auch sein, weil ich natürlich den Steckplatz geändert habe. Das schauen wir uns aber einfach mal an. Also, einen Moment, ups, und wir sehen uns am Bildschirm wieder. Wie man unschwer erkennen kann, er erkennt sie auf jeden Fall schon mal, dass sie umgesteckt wurde, findet aber auch die Treiber, das ist schon mal gut. Und sie sollte, ich würde es hoffen, nach dem nächsten Start an sich, so wie vorher zumindest, auch in der Systemsteuerung zu finden sein. Das heißt, wir lassen den Computer hochfahren und schauen mal in der Systemeinstellung, wie es da geworden ist. Ganz schön nervig. So. Ihr seht, die Fehlermeldung ist natürlich weiterhin vorhanden. Da hat sich also nichts dran geändert. Nach mehrmaligen Klicken ist sie dann weg. Und ich kann über die Systemsteuerung natürlich mir wieder anschauen, einmal, dass an sich hier sich nichts geändert hat, weil natürlich die Grafikkarte an sich natürlich quasi nicht vorhanden ist, sondern immer noch die Mainboard-Grafik eingreift. So, aber hier im Endeffekt wird sich zum Glück nichts geändert haben. Das heißt, hier unten unter Multimedia, wie man sehen kann, da unten hat sich also nichts geändert. Das heißt, die Beschleunigerkarte macht weniger Probleme. Das meiste oder die meisten Probleme machen natürlich im Moment quasi einmal die teilweise falsch installierten Treiber, wie man sehen kann. Deswegen kommt ja auch immer diese eine blöde Fehlermeldung, die vielleicht von vornherein
entfernt wird, wenn ich die neue Karte einstecke. Das müssen wir uns aber angucken. Das heißt, wir schwenken mal wieder zurück. Und ich würde sagen, wir warten mal ab. Oder eher gesagt, ihr schaut mir einfach zu, bis ich da die neue Karte wieder eingesetzt habe. In der Zeit mal wieder wird das System hinuntergefahren, wie so oft. Und ihr wartet einfach auf ein, wie soll man doch sagen, wie habe ich das genannt? Schnieschnapp. Ja, tatsächlich, das ganze Stück hier oben ist die Grafikkarte. Da sieht man auch vor allem hier, jetzt gerade mit dem IDE-Kabel, das habe ich jetzt gerade hier oben reingeklemmt so ein bisschen, wie wichtig vor allem bei so großen Kabeln, bei so großen Grafikkarten natürlich das ist, dass man hier, wie ihr seht, keine Kabel ablegt, denn die sorgen natürlich dafür, dass sich der Kunststoff gerade bei Hitze irgendwann verzieht und wenn ihr Pech habt, die Grafikkarte dementsprechend irgendwann den Geist aufgibt oder mit ganz viel Pech auch bricht. Aber ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr. Nun gut, aber es kann auch genauso sein durch die Hitze, dass sie sich verbiegt und alles gut ist, nur es sieht dann halt merkwürdig aus. Somit gut gesorgt, dass da nichts drauf liegt. Das kleine Kabel könnte ich auch noch ändern, werde ich vielleicht auch im Laufe machen. Aber für den Anfang, so soll es sein. Also, schön der Größe sortiert, kann man sagen. Das Flaggschiff mit 8 Megabyte Speicher. Dann die Beschleunigerkarte, die Diamond Monster 3D. Und zum guter Schluss die Soundkarte, Soundblaster PCI 128. Nun gut, genug gequatscht. Wie ihr es kennt, machen wir damit weiter, indem wir einfach mal wieder auf den Bildschirm schauen und dafür sorgen, dass die Treiber richtig installiert werden. Wenn die Treiber, die ich mir hier wieder heruntergeladen habe, funktionieren. Also, wir sehen uns am Bildschirm. Immer noch einer der spannendsten Momente, bevor man irgendeinen Computer einschaltet. Wird alles funktionieren? Lasst es uns herausfinden. Das System startet. Der VGA-Stecker selber ist im Moment noch über die Beschleunigerkarte installiert. Das heißt, ich steuere gerade nicht selber die 8 Megabyte-Karte an, die Elsa, sondern immer noch die Beschleunigerkarte, die im Moment auch noch allerdings über den Mainboard-Ausgang angesteuert wird. Okay, das ist schon mal natürlich gut. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ich von den 10.000 Ordnern wieder diesen Treiber finde. Denn das macht ja am meisten Spaß. Und wieder dafür sorge, weil der Rechner schon wieder länger gestanden hat, dass das CD-ROM aufgeht. Na komm, Schatz. Na komm. Ich pausiere mal, aber nur, weil ich das CD-ROM wieder noch nicht aufkommen bekomme. Sekunde. Nachdem mein Laufwerk dann nun endlich wieder meine CD angenommen hat, wie ihr hörbar erkennen könnt, die CD geladen wird, machen wir uns wieder mal auf die Suche und durchkämmen. Ups, Entschuldigung, die DVD, die CD, die ich gebrannt habe. So, entpackt. Ich gebe aber Main erst. Da, nö. Dieser Datenträger ist ungültig, das gefällt mir aber schon gar nicht. Und jedes Mal da durchlabern. OFOS 2D. Was 2G.
Beispiel XOS 2. Natürlich nicht. Multi, nee. Und zu guter Letzt die noch. Und eine findet, nein. Und nein, auch nicht. Gut, das kann heißen, es sind einerseits Dateien, die ich auf den Computer entpacken muss, weil hier sind die originalen ZIP-Dateien drin. Und ich werde hier nichts finden. Das ist wieder super. Ich kann aber mal, Moment, abbrechen. Sind nicht installiert. So, schauen wir mal. CD natürlich. Elva Winner entpackt. Windows 95. So. Und die Winman. Auch Winman. Wie gesagt, ich weiß es selber nicht. Main. Script. Da muss ich mir selber wieder einen Kopf zerbrechen. OS2, Test, weiß ich nicht, Kopie, W, in, ich probiere mal einfach wieder frei Schnauze herum und fange mit der Variante an. Gucken, was er findet. Okay, Windows Treiber. Gut, dann installiere ihn doch. Probieren wir das nächste. Hallo? Ja, er setzt ihn voraus. Sind dann wahrscheinlich noch nicht mal Treiber, sondern eigentlich nur Programme, wahrscheinlich zu der Grafikkarte. 3.11 dürfte nichts werden. Language Deutsch, okay. Nein, okay. Da geht es um die Treiber. Die Treiber alleine sind das Problem. Wie immer auf der Suche nach Treibern. Einerseits natürlich auch von Vorteil, wie gesagt, probiert jetzt einfach. Setzt was zweites voraus. Das wird dann hier wahrscheinlich derselbe Fall sein, klar. Genauso wie den anderen natürlich. Das würde heißen, dass ich wieder mal weiter suchen muss. Oder ich gucke erstmal in der Einstellung von Windows, was die noch für Daten bieten, aber dann hätten sie ja einerseits schon einen Treiber dafür gefunden. Setzt alles dieses OS 2 hinaus, das heißt, es wird hier an sich nichts funktionieren. Ja. In meine Kopie. Und ich muss mich halt auf die weitere, haben wir hier, Suche machen, um einen Windows 95 Treiber zu finden. Das Gute ist, wenn einem die Datei angezeigt wird, das muss ich mir gleich mal angucken, denn dann kann man auch im Internet direkt darunter schauen. Wie gesagt, das sind die ZIP-Dateien. Da kann das System nichts mit anfangen, es sei denn, ich würde das andere benutzen. Das Programm. Gut. Sprich, folgendes System, noch mal reingehen, Gerätemanager, wie wir es kennen. Nein, da ist sie. Und wir müssen dafür sorgen. Gucken wir jetzt wieder. Mit dem Namen kommt, den er mir vorhin genannt hat. Ja.
genau, toll. Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt oder aufgeschrieben. Ich guck mal weiter. Ist er das nicht? Das ist doch den er haben wollte, oder? Moment, abbrechen. Nochmal. Grafikkarte. 59. Das ist doch die, die der haben wollte, oder? Ich muss mal pausieren. Ich muss wieder zur Windows-CD greifen. Nächste CD, Windows 95. So, lade, lade, lade. Okay, das hat er schon mal gemacht. Das heißt, der sollte zumindest schon mal funktionieren. Aber ich muss halt gucken, ob er vor allem auch die komplette Unterstützung bietet. Da muss ich mich mal schlau machen. Ihr dürft mir gerne helfen. Oder auch noch eine andere gute Internetseite vielleicht nennen, wo man Treiber finden könnte. Ich habe schon eine, wo ich an sich bis jetzt immer gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das war wieder so ein typisches, ich stelle die Grafik ein. So, die Datei geht mir so oder so auf den Senkel. Das heißt, irgendwann komme ich wieder nicht um eine Neuinstallation herum. Wir lassen uns überraschen. Und warum noch das Ausrufezeichen? Sich vorhanden oder funktioniert das nicht? Oder es wurden nicht alle Treiber installiert. Konnte alle Treiber. Das heißt also, es ist wahrscheinlich nicht die volle Treiberunterstützung. Dateivision 4.3. 2030, okay. Verwendet von aber Moment, steht da was von einem Fehler, der ist nicht vorhanden oder funktioniert nicht richtig. Okay, das heißt wahrscheinlich, dass ich unter der Grafik, also unter der Anzeige selber den Standardtreiber sehen werde. Konnte man, ah, da war das, glaube ich. Genau, er greift hier noch auf die Intel drauf. Okay. Alle Geräte, Moment. Da ist die S3, okay. Die hat er also nicht. Da ist bei der Version 968 Ende. Die hat er im Moment. Gut, abbrechen. Das heißt, alle Geräte, aber er zeigt mir nicht meine an. Dass ich hier auch nicht wechseln kann. Genau, ich kann halt hier nicht ändern. So, jetzt bin ich selber gerade ein wenig überfragt, wie das war. Den durfte ich, glaube ich, nicht einfach deinstallieren. Das heißt, ich muss den überhaupt erstmal hinkriegen. Nur nicht alle Treiber installiert. Jetzt kann natürlich sein, das weiß ich aber nicht, ob mir die CD wieder weiterhilft von gerade. Was ich allerdings nicht glaube, weil die sich ja, schätze ich mal, genauso an die originalen Treiber und alles dran klammern, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. So, ich fange mal einfach wieder mit der an. Schau mal, ob er diesmal meckert. Ja, macht er.
setzt einen Windows-Treiber voraus. Okay. Gut. Okay, das heißt für mich erstmal wieder weitere Treiber suchen. Ihr dürft mir gerne dabei helfen, wo ich die finden kann. Aber ansonsten komme ich hier natürlich erstmal wieder nicht weiter. Das heißt, schön in den Kaninchenbau zurück. Informationen sammeln und dafür sorgen, dass die Hardware nachher irgendwann mal richtig erkannt wird. Und dann wird natürlich, wenn das mal alles hier läuft, Moment, da, vor allem auch werden wir dafür sorgen, dass das Ganze hier nachher irgendwann mal eine saubere Installation gibt, denn das gefällt keinem. Und im Moment ist das wirklich einfach nur ein Hin- und Her-Gestecke, was an sich von vornherein komplett falsch ist. Klar, man sollte einerseits Windows 95 komplett neu aufspielen, damit auch die ganzen Systemeinträge und so sauber laufen. Deswegen probiere ich im Moment überhaupt erstmal aus, wo sind meine Treiber, wo finde ich die. Das hat ja beim Mainboard jetzt gerade mal geklappt. Wie man sieht, die Monster 3D macht keine Probleme, da reicht das alles, was ich habe. Aber hier sind es halt immer noch nicht die komplett richtigen Treiber und dafür muss ich sorgen. Denn ansonsten ist das Ganze hier zwar schön anzusehen, aber im Endeffekt alles nur große Spielerei. Nun gut, ich will hoffen, es hat euch dennoch erstmal Spaß gemacht, auch so ein altes Relikt überhaupt zu sehen. Ne, sie schlummert. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn es natürlich heißt, hier das Ganze ans Laufen zu bekommen. Bis dahin bedanke ich mich natürlich für jeden Daumen nach oben, für jeden, der mich weiterempfiehlt. Für alle diejenigen, die mir bis jetzt treu geblieben sind, treu bleiben und einfach Spaß an dem haben, was ich mache. So, also danke fürs Zugucken und bis dahin bin und bleibe ich euer Dirk. Tschüss.